Das erste Stück, das Ayhan gespielt hat, das ist das Lied für sie als Frau. Er hat gesagt, das ist ein trauriges Lied. In seinem Buch können wir lesen. Er hieß Ziad al-Kharraf und war einst Honigverkäufer in unserem Viertel gewesen. Ein wohlhabender, gebildeter Mann. Ziad hatte einen Doktortitel und verkaufte Honig aus Leidenschaft. Er machte Ausflüge zu Imkern in den Bergen oder reiste in ferne Länder, um eine neue Honigmischung zu kosten. Damals, vor dem Krieg. Nun kam er zu mir und reichte mir einen Zettel. Ziad sah schrecklich aus. Er wirkte wehrlos und verloren. Seine Lider waren halb geschlossen, seine Augen müde und leer. Und ich, Idiot, las die Zeilen durch und bemerkte altklug: Das ist wunderschön geschrieben, aber ich glaube nicht, dass sich das singen lässt. Ich könnte es vielleicht als Gedicht vortragen und dazu Klavier spielen. Aber singen? Bitte versuche es, Ayhan, sagte Ziad matt. Es ist für meine Frau. Und dann erzählte er mir die Geschichte. Seine Frau war hochschwanger gewesen. Sie hatte einen Passierschein, um nach Damaskus zu gehen und dort das Kind zur Welt zu bringen. Doch als sie zum Kontrollpunkt kam, ließen die Soldaten sie nicht durch. Irgendein Bürokrat hatte den Namen in ihrem Passierschein falsch geschrieben. Alle anderen Angaben stimmten. Die Soldaten kannten kein Pardon. Stundenlang wartete sie am Checkpoint, dass irgendwer den Passierschein korrigierte, setzte sich, stand wieder auf und brach irgendwann zusammen, fiel vornüber auf ihren Bauch. Sie starb auf dem Weg in die Klinik. Das Baby überlebte. Ziad hatte seine Frau über alles geliebt. Nun stand er vor mir mit diesen unendlich müden Augen. Und ich stammelte: Es tut mir leid, bitte vergiss, was ich gesagt habe. Ich werde es vertonen, ich werde ein Lied für deine Frau machen. Abends setzte ich mich ans Klavier und überlegte mir eine Melodie. Ich möchte jetzt noch den Text des Liedes auf Deutsch vorlesen. Ich habe meinen Namen vergessen, die Buchstaben und den Sinn. Ich habe die Wörter vergessen, aus denen ich Lieder formte. Ich habe meine Stimme vergessen und mein Bild, meinen Ort. Ich habe die Mühen des Wegs vergessen, zum Himmel, zum Menschen, zum Ruhm, der einmal war. Palästinenser, Palästinenser. Und hier steht die Zeit still, vor einem Laib Brot, vor einem Karton mit Hilfsgütern. O mein Ruhm, Palästina. O meine Mutter, Palästina. Friend, he's coming to extra from Berlin. His name is Steve, he's from Australia, and they're playing also the same type of the music but with saxophone and the piano. And it's a big honor for me to have Steve today. Thank you for coming today.